Hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario 3D World. Endlich habe ich diesen verdammten dritten Stern erwischt. Ich bin übrigens noch einige Male ins Ziel gesprungen, unfreiwillig einige Male. Und genauso oft dann aber auch gestorben, weil ich nicht genau wusste, wie komme ich denn jetzt an dem Ziel vorbei. Darüber auf dieses Ding springen, auf diese Insel, war am Ende gar kein Problem. Einfach nur mit einem Longjump hin und fertig. Oh, meine Güte. So, was spielen wir als nächstes? Das hier, geheimnisvolle Pfade. Ich überlege noch, mit wem. Ich würde sagen, wir machen es mal ganz spontan. Pass auf, Luigi. Nee, Toad. Okay. Oh, sehr schöne Musik. Ah, okay. Prinzip verstanden. Moment. Kann ich das auch? Ich dachte, das ist vielleicht hinten. Ich will nur mal wissen, ob ich das jetzt hier auch kann. Ja, kann ich. Okay. Ich dachte, dass vielleicht hinterm Ziel direkt wieder irgendwas versteckt ist. Okay, aber das wird mit Sicherheit nicht ganz einfach werden. Jedenfalls, was die Verstecke der Sterne und Stempel angeht. Okay, den Boomerang kriegen wir mittlerweile relativ oft. Komisch, der kam eine ganze Weile lang gar nicht und jetzt auf einmal wird er so ein bisschen gespammt. Halt, Moment. Das heißt ja, dass hier überall was sein könnte. Hier ist... Okay, hier ist nichts. Nehme ich an, dass vielleicht nur hier was ist. Ich habe echt das Gefühl, hier ist irgendwo schon was versteckt, aber offensichtlich täusche ich mich. Kann natürlich auch sein, dass wir mal auf so ein Ding drauf müssen. Nee, okay, das wäre ein cooles Versteck gewesen, aber ist offensichtlich nicht der Fall. Entschuldigung. Wollte mich jetzt hier nicht so lange aufhalten. Ich weiß, ich trödel ja sowieso bei den... Oh! Bei den Leveln rum. Achso, da hinten zu dem Stern. Aber wie? Achso, das ist einfach nur, dass wir hier ein bisschen leichter durchkommen. Okay. Zeig mir mal den Weg. Ich weiß ja, da ich sowieso schon relativ viel rumtrödel. Und wir immer sehr, sehr wenig Zeit bei den Leveln haben. Ach, hier geht's lang. Okay. Und jetzt abwerfen einfach. Hier war doch noch... Nee, hier ist nichts. Ich dachte, hier war noch irgendwo was. Nee, hier geht's einfach weiter. War der erste Stern. Alles gut. Nee, ja, ich trödel immer so viel bei den Leveln. Weiß ich ja auch. Aber lieber schaue ich es mir einmal genau an. Statt denn im Nachhinein, was ja trotzdem immer noch sehr, sehr häufig der Fall ist, zu sagen, ich habe irgendwas verpasst und habe keine Ahnung wo. Immer noch. Okay. Ich denke, meine Vermutung wird falsch sein, dass sie auf den Stein vielleicht irgendwas positionieren könnten. Auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass es ein sehr, sehr gutes Versteck ist. Ich drehe mal eine Ehrenrunde. Boah, ich darf mich hier nicht so lange aufhalten. Ich halte mich hier viel zu lange auf. Ich merke es gerade schon. 190 Sekunden. Nee, okay. Ich werde jetzt nicht mehr so sorgsam alles überprüfen. Das geht einfach auf Kosten der Zeit. Da ist der zweite Stern. Ich denke mal, hier führt vielleicht... Warte. Also das Level bietet sich wirklich absolut an, um hier irgendwelche geheimen bzw. gemeinen Verstecke zu machen. So, halt. Den Stern nehme ich mit. Den brauche ich. Sicherlich. 150 Sekunden, wir haben zwei Sterne, aber uns fehlt immer noch der Stempel. Okay, was haben wir jetzt hier? Wow, krass. Ich würde gerne Feuer entschärfen, bevor wir da langlaufen. Da drüben fliegt der Stempel in der Luft, ich sehe ihn. Das war nicht so gut. Da drüben ist eine Plattform. Warum macht er das? Warum macht er das immer? Ihr wisst genau, was ich meine. Ich habe ganz normal Weitsprung gedrückt. Und ich mache es ja auch nicht anders. Ich kann das ja eigentlich auch. Also ich kann den Weitsprung ohne Probleme eigentlich. Aber manchmal, wenn du dich dann verhaspelst, dann macht er einfach diesen Drecksstampfer. Das regt mich auf. Das hätte echt nicht sein müssen. Der lief so gut, der Level. Der lief echt prima. Da vorne war der Stempel, den hätten wir... Oh, jetzt war ich ein bisschen schnell unterwegs. Toad ist echt ganz schön flink. Ah, wir haben natürlich keinen Boomerang mehr auf Reserve. Ja, ach komm.
Was, ich denke, ich kann hier beide instant töten. Ja, und hier kriegen wir einen Pilz, hier hat man den Bumerang gekriegt. Oh Mann. Komm, bleib ruhig. Bis jetzt lief's gut. Das heißt nicht, dass jetzt damit Schluss ist. So, und hier einfach... Long Jump rüber. Ist doch nicht so schwierig. Ist mega, mega easy. Ist das Gegenteil von schwierig. Ist ein einfacher Weitsprung. Zwei Knöpfe zusammen drücken. Wo ist das Problem? Und noch die Richtung. Aber, okay, das sind verfolgende Katzenkugelwillis. Oh, der dritte Stern wird mega assi sein und man wird sicherlich einen Stern dafür brauchen. Da drüben, ne? Oh, okay. Komm schon, was kommt jetzt? Ach so. Ach du Kacke. Hier? Okay, das war jetzt nicht so schwierig. Ich kann hier oben stehen bleiben, ne? Jo. Komm jetzt einfach nur hoch ins Ziel. Hier, wart mal. Okay, alles gut. Hier warten wir auch. Machen wir mal durch. Hier gehen wir lang. Kurz mal warten. Oh! Ist doch voll schwierig zu sehen, welche Kugelwillis jetzt wirklich treffen oder welche einfach nur gegen die Plattform fliegen. Boah, meine Güte. So, Weitsprung nochmal. Kein Problem. Cooler Level. Die Idee war sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen. Ah, okay, verstehe. Jetzt müssen wir hier... Weitsprung, kein Problem. Naja. Okay, nehmen wir das als Ausrutscher. Es tut mir furchtbar leid, aber... Naja. Was soll ich noch dazu sagen? Es war wirklich nicht meine Schuld. Kein Satz hat man so oft gehört in diesem Let's Play wie jenen. Okay. Es läuft weiterhin gut. Wir sterben auch nicht mehr ganz so häufig wie eine Zeit lang jetzt. Ach, da vorne ist wieder das Almosenhaus, da gehen wir sofort hin. Wir kriegen noch ein Geisterhaus. Ich bin sehr gespannt. So, schnell ins Almosenhaus. Kurz mal wieder Luft holen. So, Stempel, Stempel. Da vorne ist wieder ein Pixel-Luigi. Ja, danke. Die Musik hier drin ist mega nice. Mega nice. Okay, und weiter geht's. Nun komm. Speichervorgang. Ja. Weiter. Wir haben es eilig. Hier waren wir gerade. Hier gehen wir noch hin. Und hier sind wir jetzt. Windende Wassergänge. Schon wieder mit Plessy? Boah, Plessy hat ganz schön viele Auftritte jetzt nochmal. Dafür nehme ich Mario. Ist ja eigentlich egal, wen wir nehmen. Jedenfalls, wenn wir das Level mit Nessie spielen. Obwohl, es sieht nicht so aus, als würden wir sie von Anfang an bekommen. Ich sage jetzt einfach mal, Plessy ist eine sie. Keine Ahnung warum, einfach nur aus vom Gefühl her. Einfach nur aus vom Gefühl her. So, okay. Hier in diese Wassersäulen müssen wir dann immer wieder rein. So, ich habe ja schon mal gesagt, Münzen sammeln werde ich jetzt nicht außer Acht lassen. Einfach aus dem Grund, weil wir die Leben gut gebrauchen können. So, Moment, was haben wir hier? Katzenglocke, hey, cool. Hat man jetzt eine Weile nicht mehr, ist okay. Mal gucken, wie lange wir die behalten werden. Ich würde gerne noch rechts hin. Nein, ich möchte links hin. Ich möchte links hin. Okay, wir müssen hier erstmal mitgehen. Ich war doch noch drin in dem Kackwasser. Entschuldigung. Ich war doch da noch drin. Mensch, vielleicht hat mein Zeh oder so rausgeguckt. Aber ansonsten war doch alles ganz sauber. Stempel haben wir schon mal. Haben die Katzenglocke dafür verloren. Ärgert mich ein bisschen, aber na gut, kann ich jetzt nicht ändern. War auch wieder so... Naja, muss ich mir nochmal eine Aufnahme angucken, aber vom Gefühl her würde ich sagen, das war nicht der Fall, dass wir da jetzt komplett aus dem Wasser schon waren. Nun komm, Scotty, beam mich hoch. So, Wandsprung kann man übrigens nicht unter Wasser machen, macht ja auch keinen Sinn. Ich habe es trotzdem probiert, weil ich so clever bin. Da oben leuchtet's. Wie komme ich denn da hin? Komme ich doch nur mit einer Katzenglocke ran. Ach, komm schon. Plessy, ist hier nicht irgendwo eine Katzenglocke versteckt? Ich könnte jetzt echt eine gebrauchen. Keine Katzenglocke. Ich suche mal hier mit meiner Grabschand das Gamepad ab. Nee, okay. Ey, schlag mich tot. Keine Ahnung, wie wir da rankommen sollen. Keine Ahnung, wie wir... Jetzt hat er... Ich habe nichts gedrückt. Ich habe wirklich nichts gedrückt. Jetzt hat er da wieder so ein
Stampfer gemacht. Okay, da oben ist offensichtlich der allererste Stern. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Also, ja klar, mit Katzenglocke offensichtlich. Aber die habe ich ja verspielt. Naja, ist egal, jetzt ärgern wir uns nicht weiter. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, wir sterben, aber es macht ja auch keinen Sinn. Wir haben ja schon die Halbzeit erreicht. So, Plessy, show me what you got. Die Münzen hätte ich gerne. Oh, die Steuerung ist echt ganz schön schwammig. Wie jetzt? Das war's? Kein Stern? Kein Stern mit Plessy? No. Oder wir haben einfach nur übersehen. Kriegen auch keine Münzen diesmal, wenn wir ihn streicheln. Na gut, dann nicht. Alles ein bisschen eigenartig geworden hier in letzter Zeit. So. Was geht denn hier Feines ab? Links lang, rechts lang. Ich gehe mal links lang. Ach, hier ist eine Katzenglocke. Na schön, danke für nichts. Hier ist auch nichts? Okay, offensichtlich. Hm, na gut, okay. Runter, Mario. Böser Katzen-Mario. Oh, böser Katzen-Mario. Okay, also einen Stern haben wir übersehen. Davon können wir fest ausgehen. Hier ist auch nichts. Okay. Ah, hier geht's jetzt weiter. Oh Gott. Okay, das wird ein witziges Spielchen. Müssen wir vielleicht nach unten? Oh! Nee, nach unten müssen wir offensichtlich nicht. Nicht. Hier können wir auch nicht reinschwimmen. Halt, da ist eine Wolke. Wir haben Zeitdruck. Wir haben noch keinen einzigen Stern gefunden. Das ist auf alle Fälle ein Level, wo man sehr viel verstecken kann. Hm. Ich hoffe, es ist Stern Nummer 2. Obwohl, dann wird es ganz schön knapp, knapp dafür, dass wir das Level noch schaffen. Was sollte der Scheiß gerade? Wieso sind wir da nicht rübergekommen? Okay, hier ist das Ziel. Wir haben keinen einzigen Stern. Dann war es auch definitiv der dritte Stern. Wo zur Hölle war der zweite? Warum ist denn eigenartig, dass der Stempel vor dem ersten Stern gekommen ist? Wenn es denn der erste war. Meine Güte, okay, warte mal, das war jetzt Level Nummer 2 in dem Part. Wir suchen jetzt einfach mal direkt noch weiter nach den Sternen. Oder wir haben noch schon, genau, wir hatten das Level mit Toad gerade. Da ist noch ein Pilzhaus, das brauchen wir im Moment eigentlich nicht. Wir haben zumindest Katzen Mario. Die Soundmaschinen lässt sich da hinten auch mal stehen. Pass auf, gleich wieder rein. Und ich nehme wie immer zur Sternsuche. Halt! Peach, ja, wollte ich nehmen. Ich bin leider auf zufällig gegangen. Halt, halt, können wir hier noch? Ich traue Nintendo alles zu. Auch so eine krasse Kanke. So eine krasse Kacke. Okay, nee, da kommen wir offensichtlich nicht hoch. Okay, war ja ein Versuch wert. Wäre eine krasse Idee gewesen, aber... Komm schon, es ist Nintendo. Wir wollen nicht übertreiben. Jetzt haben wir die Katzenglocke auch gleich von Anfang an und können alles überprüfen. Ne, hier brennt nur Licht. Okay, hier ist wirklich gar nichts. Batsch, Arschbombe. Hm. Oh, schlag mich tot. Wo waren denn die ganzen Sachen? Hier kriegen wir... Ach ne, hier kriegen wir keine Katzenglocke. So, aber hier können wir zum Glück jetzt hochklettern. Ist alles ganz easy. Mit Katzenglöckchen. So, und jetzt achte ich aber genau drauf, ob unsere Füße noch... im Wasser sind oder ob die schon außerhalb waren. Ja, pass auf, hier jetzt hoch, hier rein und Stempel brauchen wir nicht. Alles gut. Und da oben kommt doch jetzt der erste Stern. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Hier war ja nichts drin. Ah, okay, so ein Münzkackblock. So. Nun, runter. Jawohl. Und weiter geht's. Hoch, 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 hoch. Oh Gott, da habe ich ein bisschen geschlafen. Hoch, Katzenpeach, hoch. Oh, okay. Stern Nummer 1, alles klar. Dann wird es, denke ich mal, noch einen Plessy geben. Aber wo? Plessy, sag mir wo. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Plessy. Ich wollte nochmal gucken, ob es überhaupt geht. Irgendwo noch ein Stern sein. Was? Ich sehe keinen. Wir sind ja auch mega langsam unterwegs, was ja gut ist. Nee, nee, hier kann keiner gewesen sein. Also wenn da einer war, denn... Den habe ich... Oh, Entschuldigung, Mikrofon.
Da habe ich keine Ahnung, wo der gewesen sein soll. Ah, ihr Schweine, ihr miesen Schweine. Boah, was für eine dreiste Idee. Also eine gute Idee, aber eine dreiste Idee. Okay, jetzt rein hier in die Schoße und irgendwo war doch diese, diese Wolke. Ich weiß nicht mehr ganz wo. Kam die erst noch? Die kam, glaube ich, erst noch, ne? Okay, hier rein. Jetzt nach ganz rechts, wenn ich mich richtig erinnere. Oh Gott. Oh Gott! Ja, das war jetzt nicht so gut. Nee, hier ist nur... Hier ist nur die Röhre. Oh Gott! Oh Gott, da hatten wir Glück. Okay, eigentlich waren wir außerhalb. Eigentlich waren wir außerhalb. Das sehe ich auch absolut, absolut ein. Peach, mach jetzt keinen Bullshit. Also da hätte ich jetzt auch nicht gemeckert, wenn wir gestorben wären. Wo war denn diese komische Wolke? Oder war die doch da hinten? Bin ich da jetzt einfach dran vorbeigelaufen? Ja, wir haben die Passage ja gemacht. Ah, hier ist noch ein Pilz gewesen. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, das war jetzt gut. Dass wir die Katzenglocke verloren haben, eben natürlich nicht so, aber... Ich kann mich leider gerade nicht mehr genau daran erinnern, wo das war. Sorry, Alzheimer lässt grüßen. Okay, halt. So, jetzt geht's weiter. Ja, wir haben Zeitnot. Peach, du bist doch wohl wahnsinnig. Nein, da oben war's, ne? Scheiße, da oben war der. Ah, da oben war die Wolke. Ah, okay, ich muss reinschneiden, tut mir leid. Ich hab zu spät geschaltet, dass da oben die Wolke war. Ach, verdammte Axt. Ach, ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp. Entschuldigung, steinigt mich dafür, ich bin so ein Depp. Ich werde den Stern einfach reinschneiden. Entschuldigung dafür. Wir haben ja auch gesehen, wo der ist. Also kann er auf alle Fälle nur da oben bei dieser Wolke gewesen sein. Alles andere wäre ein bisschen seltsam. Aber ansonsten, ja. Gut. Oh, meine Güte. Okay, dann werde ich das Level jetzt nochmal machen und verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hier kommt gleich noch der Stern. Ciao. Woohoo!